Heute gebe ich dir ein paar nützliche Tipps für die Arbeit mit Logic's Quick Sampler und ich bin mir sicher, die kennst du noch nicht alle. Also dranbleiben lohnt sich. Hallo, ich bin Martin und falls du neu hier bist auf meinem Kanal, lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Gleich zu Beginn, falls du schneller und effektiver in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 wichtige Tipps, wie du schneller und effizienter mit Logic arbeiten kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Jetzt geht's aber los. Seit Logic 10.6 macht Sampling tatsächlich auch in Logic Spaß. Das war vorher immer ein bisschen schwierig mit dem alten EXS-Sampler. Aber mit dem Quick Sample und dem Sampler hast du jetzt zwei mächtige Tools für das Sampling in Logic. Und da möchte ich dir mal kurz die Grundlagen zeigen und dann steigen wir ein bisschen ausgefuchstere Techniken ein. Also wenn du samplen möchtest in Logic, dann eignet sich am besten immer erstmal der Quick Sampler. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Bass-Sample. Und das ist wirklich sehr easy. Es muss nicht von Logic selber sein, es kann irgendein Bass-Sound sein oder irgendein Sound sein von einem Software-Instrument oder was auch immer. Und das kannst du direkt hier reinziehen. Siehst du, bewege Audiospuren hinein, um Spuren für Instrumente zu erstellen. Hier steht es auch nochmal, also ich bewege den einfach rein und hier erscheint schon der Quick-Sampler. Quick-Sampler Original wähle ich jetzt in dem Fall. Und jetzt habe ich schon diese Note hier gesampelt. Was jetzt wichtig ist als erster Tipp, ist, was ich dir empfehlen würde, ist auf jeden Fall das Retune, die Retune-Option. Ja, was du jetzt hier unten siehst, ist, dass der Root-Key C3 ist. Ich weiß aber, dass der aufgenommene Ton hier, dieser Basston, dass es ein G ist. Und deswegen kann es verwirrend sein, wenn ich jetzt hier auf meine C-Taste drücke, erklingt eigentlich ein G. Und deswegen ist diese Retune-Option sinnvoll. Wenn ich hier drauf drücke, dann siehst du Root-Key G1 und jetzt ist es tatsächlich auch ein C, wenn ich hier ein C drücke auf dem Keyboard oder ein G, wenn ich auf dem Keyboard ein G drücke. Eine weitere nützliche Funktion ist das Auto-Looping. Wenn du jetzt zum Beispiel hier in dieser No-Loop-Section bist, dann hörst du, dass du hier tiefe Noten hast und dass die schnellen Noten aufgrund des Samplings einfach kürzer erklingen. Wenn du es jetzt nicht möchtest und du möchtest, dass auch die hohen Noten einen Sustain haben, dann kannst du hier in die Forward-Option gehen. Jetzt siehst du hier diese zwei Handles, da kann ich die greifen und dann wird in diesem Modus jetzt Logic praktisch der Quick Sampler diese Note hier spielen, einmal abspielen und dann hier loopen. Das klingt dann so. So habe ich also ein Sustain für die Note, aber es klingt ein bisschen hässlich, weil ich dieses Geknackse habe. Wenn du hier unten drauf gehst, dann kannst du hier Crossfades ziehen, um diese Knackser wegzubekommen. Okay, das ist schon mal sehr nützlich, aber wenn du dir die Arbeit gar nicht machen möchtest, dann kannst du das Logic auch selber machen lassen. Und zwar, indem du einfach hier auf Auto Loop drückst. Zack, dann sucht er dir automatisch die Stelle aus, die am besten sich für das Looping oder für Sustainen eignet. Ja? Bei manchen Noten, die wirklich sehr, sehr gleichmäßig sind, kannst du da tatsächlich einen Sustain haben, ohne dass du dieses Geeier hast. Also kommt ein bisschen auf Sampling an, wie gut das klappt mit dem Auto Loop. Der nächste Tipp ist das Sampling von MIDI-Instrumenten. Du kannst tatsächlich auch MIDI-Instrumente samplen. Ich lege mir hier mal ein neues an. Wir nehmen mal ein Logic internes, du kannst das aber natürlich auch mit externen machen. Und ich lege mir hier ein neues Software-Instrument an. Ich zeichne mir mal hier kurz eine leere MIDI-Region ein, damit ich dir kurz zeige, wie ich sowas sample. Ich mache hier den Piano Roll Editor auf und dann samplen wir einfach eine Note, indem ich die aufnehme. Gut ist da natürlich immer, die auch zu quantisieren. Ja, dass wir genau einen Takt haben, ne? Das hat er jetzt hier. Beziehungsweise hat er nicht, aber jetzt haben wir es. Naja, und jetzt kann ich aus diesem Instrument einfach ein Software-Instrument erstellen. Macht jetzt nicht unbedingt viel Sinn, weil es ein Logic internes ist, aber du kannst es auch mit Plugins von Drittanbietern machen. Also mit Software-Instrumenten. Ich gehe jetzt hier rein und zack, habe ich schon dieses Instrument hier gesampelt. Was jetzt hier im Quick Sampler sehr interessant ist, sind die Sound Design bzw. die Sound Manipulationsmöglichkeiten. Ich kann jetzt hier aus diesem Sound oder kann diesen Sound hier jetzt mit diesen Envelopern und hier und diesen Filtern jetzt manipulieren. Ich könnte zum Beispiel jetzt über die ADSL Hüllkurve hier den Sound langsam reinfahren lassen oder länger ausklingen lassen. Okay,
Also hier kannst du schon mal den Sound recht schnell verformen. Und das kann interessant werden, wenn du jetzt Synthesizer hast, die du per MIDI ansteuern kannst von Drittanbietern, wo dir aber zum Beispiel das Interface irgendwie gar nicht liegt. Ich denke da zum Beispiel an Diva oder auch Omnisphere, den kenne ich jetzt nicht so gut, aber wo es sehr kompliziert ist, neue Sounds einzustellen. Da kannst du einfach diesen hier samplen in Logic, zum Beispiel mit dem Autosampler, musst du ja gar nicht mehr viel machen. Und dann kannst du hier in deinem gewohnten Umfeld sozusagen im Quicksampler am Sound manipulieren. Was wir jetzt auch machen können, ist, wir können aus diesem langen Sound hier oder langen... aus diesem langen Akkord hier zum Beispiel auch einen Plug-Sound machen. Also sehr kurze Noten nur für irgendwie als Element in einem Vers oder sowas als Hintergrund. Ich drehe dazu einfach den Cut-Off runter. Zunächst mal, um es dumpfer zu machen, die Envelope-Depth hoch. Also wie intensiv der Enveloper hier wirkt. Vielleicht den Drive noch ein bisschen hoch. Ja, so ohne Filter und so mit Filter. Du siehst also, wie wahnsinnig schnell du hier an Sounds manipulieren kannst. Aber es wird noch besser und für das nächste Beispiel nehme ich mir jetzt ein Drum-Sample her. Habe ich mir auch wieder hier zurechtgelegt, so ein Funk-Drum-Sample. Ich gehe einfach wieder rein hier, Quick-Sampler Original. Und was du jetzt hier siehst, ist schon die Slice-Funktion. Das heißt, für jedes Sample aus diesem Drum-Sample hat er mir schon gesliced, also geschnitten und eine Note angelegt oder ein Slice-Happen angelegt sozusagen. Und die kannst du jetzt hier vorhören. Du siehst hier diesen Playhead. Ja, kannst du direkt vorhören. Und ich kann es auch natürlich direkt auf meinem Keyboard spielen. Wenn er irgendwas falsch macht, was er meistens nicht macht, wenn er hier einen Transienten slice, insbesondere nicht bei perkussiven Instrumenten, kannst du die natürlich auch löschen oder verschieben, je nachdem, wie du möchtest. Aber in der Regel funktioniert es gerade bei perkussiven Instrumenten sehr, sehr zuverlässig und du musst eigentlich nichts mehr korrigieren. Naja, jetzt kannst du hier auch wieder fröhlich am Sound rummanipulieren. Wir könnten es zum Beispiel hier mit Pitch machen. Ich möchte jetzt hier das Instrument pitchen. Alles schön und gut, nur das Problem ist, wenn ich jetzt hier pitche, dann pitche ich ja das ganze Instrument. Ja, wenn ich jetzt hier nach oben pitch, kann interessant sein, aber manchmal möchtest du zum Beispiel auch nur ein Instrument pitchen und das geht auch. Und zwar kommt jetzt der Drum Machine Designer ins Spiel. Der ist nämlich hier auch mit drunter verbaut. Hier gehst du einfach mit Rechtsklick auf die Waveformen direkt hier und dann hast du hier die Option Create Drum Machine Designer Track. Das machen wir jetzt. Dann erscheint der Drum Machine Designer, das können wir jetzt hier ausmachen. Und jetzt hast du alle Noten hier direkt oder jedes einzelne Instrument hier direkt zugeordnet einem Kästchen hier zunächst mal. Und er hat auch das Sample hier direkt im Piano Roll angelegt. Können wir uns mal anhören. Und du hast hier gesehen, in den Kästchen rumgesprungen sind jetzt jeweils die einzelnen Instrumente. Und es wird noch interessanter, er hat uns ja auch ein Track-Stack angelegt. Das heißt, jedes einzelne Instrument hat eine einzelne Spur. Okay, was wir jetzt aber wollten, war ja, ein einzelnes Instrument zu verstimmen. Ja? Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann, also wenn du auf so ein Kästchen klickst am Anfang, dann erscheint praktisch die zweite Hälfte von diesem Quick-Sampler wieder. Und ich habe jetzt hier meine Snare-Drum, die liegt auf der Diss und eigentlich habe ich meine Snare-Drum gern direkt auf dem D, deswegen kannst du hier die Kästchen einfach vertauschen. Siehst du das? Also du kannst das Mapping hier sehr, sehr schnell einfach machen. Und jetzt habe ich meine Snare-Drum auf der D1, ja. Hi-Hat ist auf Fis, ist okay. Bass-Drum auf C ist auch in Ordnung. Aber du kannst hier sehr schnell mappen, indem du die Kästchen einfach hin und her verschiebst, wie du möchtest. Das finde ich auch schon mal genial. Und jetzt wird es wichtig hier bei dieser Spalte. Du hast hier zunächst mal die Hauptspalte. Ich klicke hier drauf und du siehst das Sample hier. Das könnte ich jetzt weiterziehen und kann ich nochmal überprüfen, ob alles stimmt. Dann haben wir hier die Pad-Steuerelemente. Da bin ich auch oft danach gefragt worden. Hier kannst du die einzelnen Instrumente jetzt manipulieren. Wichtig ist, dass du es vorher auswählst. Ich könnte hier zum Beispiel Reverb dazu machen oder eben Delay. Ja, kann ich jetzt mal hier aber so ein bisschen dazugeben, wenn ich möchte. Und hier im Q-Sampler Detail kann ich jetzt die Snare-Drum, also nur dieses Instrument, pitchen. Ich möchte zum Beispiel nach unten pitchen. Wir können das Gleiche jetzt mit der Bass-Drum machen. Können wir dir auch ein bisschen Hall geben.
Und ich kann das jetzt auch noch mit meiner Hi-Hat hier machen. Ja, auch nochmal nach unten. Und dann hast du schon ein schönes Lo-Fi-Drumset. Okay, das geht wirklich richtig schnell, aber es wird noch besser. Und dazu stelle ich jetzt erstmal meine Einstellung wieder zurück und dann machen wir weiter. Okay, mein Drumset klingt wieder normal und jetzt klappen wir mal dieses Trackstack auf. Denn auch das ist interessant, denn jetzt hat jedes einzelne Instrument seine eigene Spur. Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt hier die Hi-Hat manipulieren. Ja? Jetzt hast du hier über das ganze Keyboard verteilt Samples von dieser Hi-Hat, also tief oder eben hoch. Und das ist interessant fürs Drum-Programming. Wenn ich jetzt hier nochmal eine MIDI-Region erzeuge, hier nehme ich mal direkt hier mit rein und ich sag mal, habe ich vorher schon eingestellt, ich möchte jetzt Triolen einzeichnen, Hi-Hat-Triolen, die eine unterschiedliche Stimmung haben, dann kann ich hier über das Brush-Tool, über das Pinselwerkzeug, das habe ich mir hier als Command-Click-Werkzeug festgelegt, kann ich jetzt sehr schnell die Hi-Hat einzeichnen, der Root-Key ist C3 in dem Fall. Jetzt nehmen wir das einfach hier hin und jetzt kann ich die hier zum Beispiel leiser machen. Dann kopieren wir die kurz rüber. Und jetzt habe ich hier schon eine wunderbar verstimmte Hi-Hat. Okay, jetzt interessiert mich natürlich noch, hast du Sampling-Tricks mit dem Quick-Sampler oder auch mit dem großen Sampler, die mir oder anderen weiterhelfen könnten, dann schreib es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn du diese Tipps hier noch nicht gekannt hast und was dazulernen konntest, über einen Daumen nach oben oder im besten Fall über ein Abonnement. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial hier aus Alicante. Bis dann!